nochmals zwei Zellen mehr als der Oktober-In. Damit natürlich immens viel Power in diesem Modell. Und er wird uns mit dieser Maschine auch für die 205 übliche Kunstflugfiguren zeigen. Nämlich vor vielen Jahrzehnten hat damals ein Pilot namens Charlie Zimmermann mit der 205 mal die Hubschrauber-Weltmeisterschaft gewonnen. Und heute wird noch das Programm von Charlie Zimmermann sozusagen nachgeflogen. Schön geflogen, originalgetreue Fassrolle und wieder ein Turn. Halbe Looping, halbe Rolle. Mit dieser Brücke nach vorne, halbe Rolle ja, die 205, liebe Zuschauer, war eigentlich der erste Hubschrauber über den Technikraum. Geradezu als Paradebeispiel auch dann hergenommen in mit so einem Modell, das ausschaut wie ein dritter Hubschrauber auf Kunstflug darzustellen. Denkt man sich zum Beispiel mit einer Kino oder anderen großen Schraubern so Kunstflug irgendwie nur schwer vorstellen könnte. Im Großmodell geht es, also im wirklichen großen Hubschrauber ist es unter Umständen gar nicht machbar, weil der Hubschrauber das eher nicht dynamisch nicht kann. Aber in der 205 herausragenden Modells einer Bo-105 aus dem Hause Vario. Ja, by the way, ich habe gerade einen kleinen Input am rechten Ohr genommen, dass die Kippe starker ist. Mit speziellen Salat und gegrilltes und Brötchen und Kaffee und Kuchen. Also hier muss niemand hungrig nach Hause gehen. Und der Stefan verneigt sich mit seiner Bo 105 vor dem Hintergrund.